Die Fußball-WM der Frauen nähert sich ihrem Höhepunkt. Am Sonntag steigt im französischen Lyon das Finale. Zwar erhalten die kickenden Frauen weniger Aufmerksamkeit als ihre männlichen Kollegen, doch das könnte sich bald ändern. Die Fans in Lyon machen mobil und werben bei dieser WM erfolgreich für den Frauenfußball. Ich möchte Profifußballerin werden. Das alles hier ist einfach fantastisch. Nicht nur in Frankreich sind die Einschaltquoten bei dieser WM rekordverdächtig. In Großbritannien verfolgten mehr als 6 Millionen Menschen den WM-Auftakt ihrer Mannschaft gegen Schottland. Beim Spiel gegen Norwegen waren es sogar 7,6 Millionen. Auch die Ticketpreise sind enorm gestiegen. Ist das also der Durchbruch im Frauenfußball? Das Interesse an den Spielen ist groß. Man schaue sich nur an, wie viele Menschen nach Frankreich gekommen sind, um sich die WM-Spiele anzusehen. Hier in England überlegt man, die Women's Super League in ihrer zweiten Saison mit großen Sponsoren wie zum Beispiel Barclays auszustatten. Das könnte dafür sorgen, dass das Interesse am Frauenfußball und die Berichterstattung darüber ansteigen. Profifußballerinnen verdienen deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Doch die Werbetreibenden haben mitbekommen, dass das Interesse immer mehr steigt. Neues Publikum, größere Menschenmassen, Sponsoringgelder und Unternehmen, die präsent sein und mitverdienen wollen. Ein gutes Zeichen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln. Es bedeutet so viel für mich, hier zu sein. Ich war schon bei der letzten WM, das war sehr wichtig für mich. Es ist eine große Hoffnung für alle Frauen auf der ganzen Welt. Der Frauenfußball hat mit dieser WM auf sich aufmerksam gemacht. Es ist zu hoffen, dass das Interesse daran auch in Zukunft weiter wächst.